Und deswegen hat man dann so ein bisschen analysiert, was war eigentlich in diesen ersten 5 Jahren, was war eigentlich das tauglichste Projekt. Das war zugleich auch das anstrengendste Projekt und es war dieses, es war ein Wohnhaus. Das war ein Wohnhaus für einen Zahntechniker, sehr anstrengender Mensch, relativ niedrig, auch das ist wie Bielefeld, immer aufpassen, für ganz kleine Männer. Man muss ja irgendwas lernen fürs Leben. Der kam mit diesem Objekt auch über Bekanntschaft und entfernte Bekanntschaft. Das war das Ausgangsprojekt, ein Haus aus den 50er Jahren, das er erworben hatte. Und er hat dann gesagt, in diesem ersten Gespräch, er möchte einen englischen Kamin, ich muss auch mal das zusammenbringen, ein Schieferdach, weiße Sprossenfenster und einen großzügigen Wintergarten. Ja, das war so die Aufgabe. Dann haben wir uns so weiter unterhalten und dann haben wir gesagt, wir haben gar keine Prospekte für die Dinge und so, und das wird irgendwie nichts. Und dann haben wir gesagt, okay, Gott, gehe ich zum Kollegen. Und er ist dann zum Kollegen gegangen und der hat ihm diesen Entwurf gefertigt. Ja. Der Wintergarten ist da. Rundbogenfenster, englische Kamin sieht man jetzt nicht, der war wahrscheinlich drin und ein Haufen Sprossen drin. Also es war eigentlich alles gut. Und wie gesagt, wir haben eigentlich immer so gearbeitet. Ich habe vom ersten Tag an gesagt, Projekte, wo ich erwarte, dass sie schlecht enden oder irgendwie ganz schräge Sachen daraus entstehen, mache ich nicht. Und das hat ihm dann irgendwie dann doch schwer zu denken gegeben und auch als er den Entwurf da hatte, ist er dann ein halbes Jahr später wieder zu uns gekommen und dann gab es einige nächtliche Sitzungen, das war früher bei uns im Büro so üblich, dass man spät abends mit viel Alkohol besprochen hat, weil die Bauherren dann gegen später müde geworden sind und dann irgendwann gesagt haben, ja, machen Sie, wie Sie denken. Und diesen Prozess hat man mit diesem Zahntechniker auch durchgeführt und er hat dann tatsächlich irgendwann gesagt, naja, dann machen wir es halt so. Und daraus ist dann letztendlich dieses Haus entstanden, eben auch ein Umbau des vorher gezeigten, allerdings mit ein paar kleineren Eingriffen. Unter anderem hat man das Dach entfernt, ein neues Dachgeschoss aufgebaut. Und, aber es war, sagen wir mal, von der Grundstruktur und vor allem von dem, was im Untergrund war, so viel brauchbar, dass man zu den Kosten, die er vom Wintergartenarchitekt hatte, sagen konnte, dafür kriegt er auch ein richtiges Haus. Und so gab es dann eigentlich einen langen Prozess. Nicht immer war man sicher, dass alles gut hinausgeht. Die Lampe im Vordergrund musste erhalten werden, das war ihm also ein besonderes Anliegen. Da ist erst sehr viel später dann ein Bagger drüber gefahren, das gesehen. Aber ja, das gibt es auf der Baustelle. Einfach, das ist halt der Nachteil, wenn man baut, dass es eben auch Unfälle geben kann. Aber und die Analyse bei allem Blut und Schweiß und Schmerz war dann doch letztendlich so, dass das Projekt war, was am dauerhaftesten war. Es stand noch, der Besitzer war unendlich stolz drauf. Und dann kam ja in der Zeit ein Buch in die Hände von einem französischen Architekt, macht auch nichts, wenn Sie den kennen, Corbusier heißt der. Und da war am Anfang eines Artikels dieses Zitat, das ich bis heute noch eigentlich wunderschön finde, Beruf des Architekten sehr schön umschreibt, vielleicht nicht im letzten hundertprozentig verständlich, aber wenn Sie abends nach ganze Menge Alkohol noch irgendwas hinzeichnen, dann ist das schon mit der Vergänglichkeit des bestimmten Augenblicks gegeben. Und aber wichtigste eigentlich darin ist einfach dieser Mythos, ein Ausdruck seiner Persönlichkeit, ein Ausdruck seiner Zeit und eine Zusammenfassung von persönlichen Erkenntnissen. Und das ist immer noch für mich so das Idealbild, wie ein Architekt arbeiten können sollte, täte. Und ganz weit weg eigentlich von dem, was man vielleicht so heute und auch ja Professoren propagieren heute, dass der Architekt ein Dienstleister ist. Ja.
Und ich finde, Dienstleister, wenn man abends in der Kneipe arbeitet und jemand den Schorle bringt, ist das wirklich, ich finde Dienstleistung unheimlich wichtig und schön. Aber ich meine, dass Architektur nicht der richtige Ort für Dienstleistung ist. Auch wenn es heute so ist und auch wenn ganz viele so arbeiten möchten, dürfen, sollen und so weiter. Ich denke, man hat ein bisschen mehr Verantwortung und deswegen freue ich mich auch, dass ich hier vor so lauter Erstsemester sprechen darf. Sie haben ja noch die Chance und Sie sind ja auch die gute Generation, Z-Generation nenne ich das, weil die davor, die ging so. Es gibt, also ich habe 16 Jahre Lehre gemacht an der hier Nachbarhochschule und ich habe, als das Bachelorstudium dann oder als diese Umstellung stattfand, das vorletzte Semester von mir, das sind dann immer so 30 Leute und so, hatte ich in der ersten Stunde gebeten, dass, oder einfach mich so eingeführt, habe gesagt, alle, die in 10 Sekunden auf dem Tisch stehen, bekommen ein Plus. Ja. Und wie durch ein Wunder ist das ganze Semester auf dem Tisch gestanden. Ja. Alle haben ein Plus gekriegt. Und dann habe ich einfach versucht zu erläutern, dass das vielleicht für die Architektur nicht ganz so gut ist, wenn man völlige schwachsinnige Dinge macht, auf dem Tisch zu stehen, ohne zu hinterfragen, was das soll. Und das Ganze für ein Plus. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach eine ganz wichtige Sache, dass man sich ein bisschen überlegt, weil das ist ja nachher kommt der Bauträger und sagt, du kriegst ein Plus, wenn du die Fenster noch 10 cm kleiner machst, weil das reicht nach dem, ja. Oder die Dämmung so und so viel dicker. Und ich denke, als Architekt sollte man einfach ein bisschen an dieses generalistische Denken, an die Verantwortung, die man für die Gesellschaft hat, für das, was wir erstellen, das steht ja ein Weilchen da. Ne? Das ist ja jetzt nicht so wie eine Grafik, die man morgens dann im Briefkasten findet und abends im Papiereimer, sondern es ist einfach in unserer Umwelt da vorhanden und bleibt. Und deswegen meine ich, ist es ein Beruf, der irgendwo vielleicht ein bisschen verantwortungsvoller ist. Die Topografie und die Dinge berücksichtigt, haben überlegt, wie fügt sich das von der Straße hier in das Stadtbild ein, da stehen eigentlich die Häuser in der Dimension, haben gesagt, okay, wir gliedern das auf in diese Masse und machen im Prinzip das zweigeschossig eben ohne Dach, aber von der gleichen Draufhöhe und das steht da wie ein Baustein, wie alle anderen da drin. Hier unten an der Straße, da laufen diese beiden Straßen zusammen, da ist sowieso eigentlich diese Figur hier, der Baum hier zu Ende, dann schafft man da eine Menge Freifläche, es würde jetzt keinen Sinn machen, den Vorschlag zum Beispiel vom Baurechtsamt, machen Sie doch zwei Häuser und verbinden Sie das mit einem nahezu unsichtbaren Glashaus, das haben wir dann nicht weiterverfolgt und haben da in intensiver Zusammenarbeit mit der Bauherrschaft einfach letztendlich dieses Haus entwickelt und waren auch glücklich und zufrieden. Die Ämter waren nicht ganz so froh, ja, und deswegen sagt es hier einfach Schwarzbrotreihe. Insgesamt haben wir 3 Bauanträge und 4 veränderte Ausführungen eingereicht und wir haben es so tot auf Raten genannt, immer mit Kleinigkeiten und währenddessen haben wir aber schon mal ein bisschen gebaut und das haben die aber auch gemerkt und deswegen ja, das kann man vielleicht so und so sehen, also ich muss jetzt einfach wahrscheinlich nichts gegen Dächer, ja, aber wenn wir eben wieder vorher zurückkommen, frühkindliche Schädigungen, das war irgendwie so eine Veranstaltung und dann kann es eben, ich weiß nicht, ob es daher kommt, ja, aber irgendwie gewisse Aversionen gegen bestimmte Bauformen entstehen, obwohl er ja da ganz zufrieden aussieht. Und dann war das also auf jeden Fall so zugespitzt, dass kein Vorwärtskommen mehr mit dem Bau war und deswegen sage ich einfach, die Baurechtsämter haben uns auch zu tollen Lösungen gebracht. Mir ist dann eingefallen, dass in meiner Jugend auf diesen Esso-Tankstellen oft so ein Tiger oben drauf gebunden war. Lange Forschungen haben ergeben, dass der aufgeblasen ist. Und man dachte, das wäre doch eigentlich auch was für ein Dach. Und da die Dachform vorgeschrieben war, aber nicht die Eindeckung, haben wir gedacht, lassen wir uns doch ein PVC-Dach genehmigen. Und wir haben dann aber gesehen, uns ein bisschen beschäftigt, auch mit ersten Hüpfbogenherstellern Verhandlungen geführt, dass da jegliche Architektur und Bauform eigentlich möglich ist.
Und von daher haben wir gesagt, das wäre vielleicht eine Lösung, ja. Das ist jetzt ein englischer Hersteller, der macht ganze Häuser aufblasbar. Das hätten wir nicht nehmen können, weil das ein Geschossverstoß gewesen wäre. Also wir brauchten ja bloß ein Dach und haben dann also das als PVC-Huba-Dach eingereicht. Da sieht man das Dach. Es ging dann in den Gemeinderat, große Diskussionen. Wir haben das Dach ein bisschen kleiner gemacht, damit man es vielleicht auch mal wiederverwenden kann. Ja, also die Bauerschaft war bereit, dieses aufblasbare Dach zu bezahlen. Viele denken, das wäre ein Kamin, aber das ist Ventil. Und Sie sehen, dass die Ecken da schon ein bisschen gerundet sind. Das ist einfach produktionsbedingt bei PVC. Und so sieht es von der anderen Seite aus. Da sieht man einfach, dass es sich schon sehr schön da in die Siedlung einfügt. Und so haben wir es dann letztendlich auch genehmigt bekommen. Und es ist auch, also wichtig ist halt die richtige Dachneigung. Haben wir erfüllt und da hat auch keiner gefragt, was ein Huba-Dach ist. Ja? Das ist eine einmalige Sache, mit solchen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen und quasi jedes Eck, jedes Detail entwickeln zu dürfen. Zum Beispiel hier, das ist die Garage. Die haben wir mit einem porösen Aluminiumschaum überzogen, wo kein Mensch weiß, das kommt aus dem Flugzeugbau, wie das in dieser Waldgegend altert. Ja. Das heißt, das ist sehr porös. Das kann sein, dass das in ein paar Jahren ziemlich gut verbost ist und dann sagt die Bauherrschaft, ja, ist auch schön, ja, wenn es grün ist. Ja. Das haben sie nicht jeden Tag und deswegen sage ich auch, der lange Weg, also wir haben auch 25 Jahre gebraucht, bis oder 20 Jahre, bis man solche Bauherrschaft hat, die dann sagt, da bin ich dabei. Und weil das oft auch so ein bisschen despektierlich betrachtet wird, dieses Thema des etwas größeren Hauses, wo man sagt, ja, da gibt es Kohle oder noch schaffen und so, muss ich einfach sagen, also die Bauern, für die wir arbeiten, das sind alles Menschen, die mit sehr hohem Anspruch und mit sehr hoher Anständigkeit auch mit diesem Geld umgehen. Wir haben zum Beispiel vor 20 Jahren eines der ersten sehr großen Häuser, da baut er auch logischerweise vermögend, hat gesagt, wir machen das komplett ohne fossile Brennstoffe. Er weiß, dass das nachher hinter und vorne nicht tut und er weiß, dass er im kalten Haus sitzen wird, aber hat gesagt, ich habe das Geld, ich muss diese Technik vorantreiben, ich habe die Verantwortung für die Gesellschaft. Und das sind zum Beispiel Leute, da habe ich einfach ganz großen Respekt und es macht auch Spaß, mit solchen Menschen zu arbeiten. Und auch, sagen wir, auch wenn da eine ganze Menge an Geld drinsteckt in den Häusern, das ist jetzt nicht so, dass man das auf die Wiese legt und dann anzündet und sagt, oh, guck mal, wie es brennt und so, sondern da arbeiten 200 Leute an so einem Haus dran, die alle ihre Familien wieder ernähren, die da ihr Geld anständig kriegen für eine anständige Arbeit. Und wir finden das grundsätzlich eigentlich ein sehr schönes Verfahren. Das ist, wie gesagt, auf den Eingang zu. Man kann zum Beispiel Themen wie hier diese Eingangstüre, das wollte ich immer schon mal machen, das ist 30 cm Eiche und dann kann man aber wie gesagt auch Kosten sparen, indem man ein ganzes Teil von dieser 30 cm Eiche wieder abnimmt und daraus Sägemehl macht und da einfach, sagen wir mal, das ist das, was ich vorher gemeint habe, diese handwerkliche Arbeit, was früher vielleicht an vielen Häusern normal war und diese Zuwendung und da stand nämlich so ein Schreiner und Weilchen da und wir waren öfters in der Schreinerei und da hat man noch ein bisschen abgehobelt und ein bisschen gefräst und gemacht. Das kann man auch mit einer C&C-Fräse, wollte man aber nicht. Und das sind Dinge, die beschäftigen uns und wo wir auch sagen, ja, die sind langlebig, also um auf das ganz frühe zurückzukommen, wie gesagt, die meisten Ladenbauten oder egal, Gaststätten und sonst was, das hat eine Halbwertszeit von 2 bis 5 Jahren. Und man sagt, das macht keinen Sinn, so viel Arbeit da reinzustecken von uns und von denen, die es ausführen, um es dann wieder abzureißen. Wir haben ein bisschen einen anderen Nachhaltigkeitsbegriff und wenn Sie ein bisschen in die Baugeschichte gucken und in Ihr Umfeld, dann sehen Sie, dass zum Beispiel schöne Dinge
Und da spricht ja heute auch ungern jemand über Schönheit, dass schöne Dinge lange bewahrt werden. Und wenn schöne Dinge auch noch funktionieren, dann werden sie über ganz lange Zeit bewahrt. Und ich wohne in einem Haus, das ist 100 Jahre alt, das funktioniert heute noch so wie vor 100 Jahren. Und das ist etwas, was wir als nachhaltig sehen im Büro, was wirklich dauerhaft ist und das auch keine Ressourcen verbraucht oder sonst irgendwas, weil es ja schon da ist. Und deswegen versuchen wir Dinge so zu machen, dass sie über ganz lange Zeit bleiben dürfen und können. Und